MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und jedes Mal, wenn ich hier die Folge anfange, fangen erstmal hier ein bisschen die Glocken an zu läuten. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen auf einer neuen Karte, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar befinden wir uns auf der Karte Landkreis Unterholz V2. Die Karte habt ihr mir vorgeschlagen. Männlich sind wir noch nicht gefahren. Sollten wir uns mal angucken. Machen wir hiermit. Es erschien im Adventskalender 2022 in der OMSI Webdisk. Ja, und fahren mit einem Mercedes-Benz Citaro Facelift mit Überlandfront. Und ja, da gibt es auf jeden Fall Repaints für. Unter anderem auch für den MAN New Line City und den Setra 415NF. Ja, und da gibt es hier einmal das Standard-Repaint und einmal hier mit so komischen Hunden nur drauf. Also das ist ja eine Fotografin, aber die fotografiert irgendwie nur ihren eigenen Hund oder so. Für mehr hat es noch nicht gereicht. Naja, okay. So, und wir fahren heute, also man hört es hoffentlich nicht so doll, aber wahrscheinlich werdet ihr das noch hören. Ich bin nach wie vor noch ganz schön angeschlagen. Also ich war jetzt wieder mal krank. Und nun ist es so ein bisschen besser und dann dachte ich, komm, können wir eigentlich mal wieder eine Folge aufnehmen. 300er könnt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Gut, machen wir heute mal eine neue Karte. Und zwar von Seehausen-Wendeschleife bis nach Seehausen-Bahnhof. Das ist recht übersichtlich. Mitgeliefert werden hier ungefähr 16 Linien, wenn ich richtig zusammengezählt habe. Sowie drei Tramlinien. Da habe ich noch nicht geguckt, ob man die fahren kann oder nicht. Weil aktuell gibt es ja auch ein SEV, also wahrscheinlich ist ja durch irgendein Chrono-Event. Okay. So, und dann fahren wir, was habe ich gesagt? Linie 31, genau. Irgendwie ruckelt das ein bisschen komisch, da müssen wir mal drauf achten gleich. Als Payword-On wird nur Bremen-Nord benötigt. Genau, Facelift mit ZF Ecolife und dem kleinen Motor heute mal drinnen, dem OM906er. So, und während der Bus sich hier noch so ein bisschen hochpumpt, kann ich nochmal sagen, es gab ja eine V1 und ja, dann kam die V2 und da habt ihr also viele Linienfahrten im Stadt- und Überlandverkehr sowie jeweils einzelne Überlandlinien und Stadtlinien mit engen und breiten Straßen. Des Weiteren, das schreibt man auseinander, bestehen Möglichkeiten, Komma, die wir also wirklich, also ein Deutsch, eine Rechtschreibung, Leute, im Handbuch, meine Fresse. Des Weiteren bestehen Möglichkeiten, diverse Sonderfahrten durchzuführen, wie zum Beispiel E-Wagen, SEV-Shuttleverkehr. Genau. Da ist auch ein Liniennetzplan dabei, naja. Also man merkt schon, das Ganze ist hier so. Wie soll ich sagen? Ist so ein kleines Hobbyprojekt, ja. Aber es ist jetzt keine riesengroße Karte, wo man große Ansprüche stellen muss. Wie gesagt, ist leider ein bisschen komisch. Kann auch sein, weil die Bäume sich hier bewegen. Warum bewegen sich die Bäume hier? Was soll das? Dass durch diesen Effekt irgendwie hier die Performance ein bisschen runtergezogen wird. Ja, also so würde wahrscheinlich gar keine Stadt irgendwie gebaut werden oder so. Sieht ein bisschen komisch alles aus. Dann hast du hier keinen richtigen Bürgersteig und so. Ist so ein bisschen Freestyle hier. Aber ist okay. Finde ich jetzt gar nicht mal so übel. Stellen wir uns das Lenkrad hier noch ein bisschen ein. Mann, hat er immer noch keinen Vorratsdruck. Oh, ja. Also Zielbeschilderung sieht tatsächlich sehr gut aus hier. Mit diesem Seehausen Bahnhof groß drauf. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Dann steht auch noch dran, wo der drüber fährt. Also so wichtige Zwischenhalte. Sehr schön. So gefällt mir das. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Würde mich natürlich mal interessieren, habt ihr die Karte schon? Seid ihr die mal gefahren? Oder eher nicht? So, und ihr seht's, ne? Also der ruckelt und ruckelt und ruckelt. Warum auch immer, ich kann es euch nicht sagen. Das liegt eindeutig, also ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, aber ich denke mal, es liegt einfach nur an dieser beschissenen Bauweise hier. So,
So, schauen wir mal, ob hier ein paar Leute mitfahren wollen. Ja, und hier ist natürlich das Problem, wenn man so eine Haltestelle so total bescheuert hinsetzt, so wie hier, dann kapieren das die Leute in Omsi nicht, wo der Bus anhält. Und dann, ne, müsst ihr genau die Position treffen, dass sie hier mitwollen. Ja, und das schafft er hier nicht, ne? Das schafft er hier einfach nicht. Dann fahrt er euch hier fast. Also ist natürlich eine höchst unrealistische Karte. Da fahrt er euch hier den Spiegel fast am Haus ab. Aber ihr seht, ne? Alter, wie der druckelt hier. Ist ja nicht normal. Das wird aber nur an dieser Kachel hier liegen. Ich bin bisher auch noch nicht auf dieser Karte gefahren. Ich wollte mir das heute einfach mal reinziehen. Mit euch zusammen. Gibt es zum Beispiel auch diesen, also denselben Bug, den wir jetzt hier auch haben. Den gibt es unter anderem auch auf Städtedreieck, vielleicht auch bei euch. Also den habe ich da manchmal, aber auch nicht immer. Im Nachtverkehr auf einer Kachel. Und zwar ist er bei der Oststadtgalerie. Da habe ich wirklich nur auf der Kachel dann genau so einen Performance-Einbruch oder. Das ist ja gar kein Einbruch, das ist ja ein Zusammensturz, ist das hier. Und dann bist du auf der nächsten Karte und ab da geht's wieder. Das werden wir jetzt mal hier auch probieren. Schöner. Also das Gebimmel ist schön, das ist von DB Regio. Ja, also ist eine Empfehlung von euch gewesen. Das wird das mal vorstellen, muss man aber leider sagen. Ihr seht's, also schön gebaut ist es nicht. Wirkt alles auch so industriell und so. Jetzt fahrt er hier, also ihr fahrt da eigentlich, was ist das für Bullshit so? Ihr fahrt hier einmal riesen rum, groß rum um den Marktplatz hier, wo eigentlich auch nicht viel los ist. Ja, und die Performance, wie gesagt, ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber das ist nicht die allgemeine Performance, weil hier zu viel drauf ist, sondern da ist irgendwie, dass das so leckt, mehr oder weniger, ne? So zack, 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 immer nur so nach und nach. Da, ja, das hängt mit irgendwas anderem zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Kommen Sie rein. Aber schön ist natürlich, dass wir hier auch andere Fahrgaststimmen haben. Ich persönlich denke eher, gerade wenn ich auch sehe, 16 Linien und so, dass hier doch eher mehr auf Quantität als auf Qualität Wert gelegt wurde. Ja, das Handbuch war halt auch ein bisschen sehr mager. So, jetzt fahren wir hier noch einmal rum. Also wir. Vielleicht liegt das auch daran, weil wirklich sehr viel auf einer Kachel hier ist. Ich meine, guckt euch das unten mal an. Wir düsen hier einmal über die komplette Kachel. So slalommäßig. Durch alle Haltestellen. Ah, das ist schon. Also das ist brutal. Also die Performance ist für euch. Also. Da ändert es auch nichts, wenn ihr irgendwie eine andere Ansicht reingeht. Das ist das gleiche Problem, was ich tatsächlich nachts auf Städtedreieck manchmal habe. Auf einer bestimmten Kachel. Ich glaube, das liegt wirklich dann auch so ein bisschen mit dem Baustil zusammen. So, kommen Sie rein hier. Guten Tag. Guten Tag. Ja, cool hier mit diesen neuen Fahrgästen. Hallo, Ja. Meisterke, bitte. Ist das irgendwie so ein Sachse hier oder was? Spielt das in Sachsen? Noch in Unterholz, dö. Oh, mit 20 Euro Schein auch schön. Also noch ein anderes.
ein anderes Ticket-Dings hier. Mit dem Bargeld. Haben sie zu viele Groschen in ihrer Kasse? Ja, offensichtlich. Also es gibt ja so viele Karten, die hier Landkreis mittlerweile heißen, in Omsi. Oh, was ist da? Doch, da geht's noch weiter, okay. Ja, das sind hier ganz normale Standard T-Kreuzung, also Einmündung hier aus Spandau. Sieht man hier auch wieder links und rechts den Berliner Bürgersteig. Also ich schätze mal, dass das irgendwie die erste Karte war oder so. Das wirkt ja alles noch nicht ganz so logisch, ne? Weil irgendwann kriegt man ja im Laufe der Zeit, wenn man das ein bisschen häufiger macht mit dem Omsi-Editor, kriegt man auch so ein bisschen das Gefühl, ne? Wie muss das jetzt aussehen oder wie halt auch nicht. Ach Gott, wir bleiben die ganze Zeit jetzt auf dieser Kachel hier, oder was? Wenn wir uns das... Ach Gott, ne, größer ist das hier ja nicht. Ist das hier nur so eine Art Ortsbus oder so? Einmal durch Seehausen durch. Was ich übrigens sehr schön finde, es gibt hier, wenn ihr dann im Fahrplanmenü seid, bei Linie, wird aufgeteilt in zwei Betriebshöfe. Und dort habt ihr dann auch so eine Art Dienstplansystem. Also ihr fahrt hintereinander immer unterschiedliche Linien oder meistens. Das ist sehr schön gemacht. Da bekommt man auch Abwechslung rein. Weil die Linien halt, also bei 16 Linien, die fahren halt alle nicht irgendwie rund um die Uhr und im dichten Takt. Schön auch, dass wir hier andere Ampeln haben. Also nicht die Standard Spandau. Nur leider wurde halt mit den Standardkreuzungen und Splines halt aus Spandau gearbeitet. Da hätte ich mir dann gewünscht, naja, wenn dann schon aus Bremen-Nord. Also ich brauche Bremen-Nord, steht da, ist Pflicht für das Add-on. Dann könnte ich doch aber auch hier mit den Straßen von Bremen-Nord arbeiten, die ja wirklich relativ gut waren. Performance war auch okay in Bremen. Und was man dazu auch sagen muss, also das war ja auch schon wieder ein riesen Archiv, was ich mir hier runterladen und musste und installieren musste. Einmal habt ihr die Hauptmap, dann habt ihr Splines und Szenerieobjekte, die hier mitgeliefert werden. Wenn ihr aber alles installiert, dann braucht ihr auch nichts zusätzlich noch irgendwie runterladen. Also zumindest war es bei mir so. Aber wie gesagt, da eine halbe Festplatte schon wieder voll und da muss man einfach wirklich sagen, das ist es dann auch nicht wert, ne? Stand jetzt. Also wir können uns die Karte gerne nochmal irgendwie mit dem Schienenersatzverkehr oder sowas angucken. In einer zweiten Folge. Wenn ihr Lust habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann habt ihr natürlich auch an jeder Haltestelle gefühlt hier diese elektrischen Anzeigen. Diese Abfahrtstafeln. Die ziehen natürlich auch nochmal Performance. So, dann hoffe ich gleich, wenn wir mal von der Kachel hier runterfahren, dass es dann besser wird mit der Performance. Ja, hier, sowas geht ja auch nicht. Hier, guck mal. Guckst voll auf den Backdrop rauf. Alter. Ja, vielleicht hat dann einer von euch eine Idee. Ich glaube, jetzt wechseln wir auch. Also jetzt wären wir spätestens auf einer neuen Kachel drauf, aber es wird irgendwie nicht besser. Vielleicht liegt es auch an den KI-Fahrzeugen, die hier drin sind oder so, dass es so rumspackt. Kann auch sehr gut sein. Da muss ich mal in die AI-List reingucken, ob da irgendwas drin ist, was ich nicht... Aber kann ja eigentlich auch nicht sein.
Wo sind wir denn? In welchem Bereich? Ja, da oben, da sagt er irgendwas von 60 FPS da oben. Seht ihr das? Nein, jetzt gerade nicht. Jetzt haben wir Standbild. Aber da oben. Eigentlich solide FPS-Anzahl. Die wir jetzt auch haben, oder? Guck mal. Jetzt läuft es, genau. Jetzt haben wir die Kachel gewechselt. Seht ihr? Jetzt funktioniert das performancemäßig. Ja, dann war es doch so, wie ich mir das gedacht habe. Seht ihr? Ich bin ja nicht doof. Ganz so doof bin ich auch nicht, wie ihr immer denkt. Dann lag es in dem Fall wirklich daran, dass wir auf der Kachel dort in Seehausen irgendein Problem haben. Da ist irgendein Fehler gemacht worden. Beim Map-Bau, sodass hier die Performance einbricht. Ja. Jetzt sind wir auf einer anderen Kachel, jetzt läuft es. Mehr oder weniger. Also für Omsi-Verhältnisse. Wann läuft ein Omsi mal? Ja, was fegt das meine? Ja, mit dem komischen Hund hier drauf, ey. Darfst du mit 60 durch den Ort? Ja, auch dieser Ort wieder, naja, einfach nur links und rechts lieblos ein paar Häuser hingeklatscht. Dann hat man da mit dem Omsimalkasten, hat man hier so einen Berg hochgezogen. Das ist jetzt, also, das hat was von Ruhrgebiet hier. Muss ich ja mal so ganz frech sagen. Beziehungsweise einfach Quantität statt Qualität. Das merkt man halt hier ganz deutlich, ne? Ja, jetzt kann man hier auch mal von außen mal ein bisschen. Genau, jetzt läuft das auch mit der Performance dann. Und das sind dann halt die sogenannten Überlandabschnitte hier. Also, so wie man es uns zum Anfang schmackhaft machen wollte, es gibt hier auch Überlandabschnitte. Ja, die sehen halt einfach beschissen aus hier. Also guckt euch das an. Das hat ja auch nichts irgendwie, also das kriegt ein dreijähriger Junge besser hin. Dann gibt es hier Bäume, die sind dazwischen, die blühen auf einmal grün. Wir haben Februar. Hier, die dann so einfach da so ein bisschen versunken sind im Berg. An sich cool, so mit dem Straßenverlauf, dass es hier auch ein bisschen bergauf geht und so und ein paar Kurven, aber die Gestaltung drumherum ist natürlich mehr als ausbaufähig. Da war einfach schnell und ja, keine Liebe zum Detail, das was ich immer so wirklich gerne mag und auch gerne sehe. Warum sie hier Splines nicht vernünftig aneinander gelegt, habt ihr gesehen. Und dann natürlich dieser eklatante Baufehler dort in Seehausen auf dieser Karte, also auf dieser Kachel. Ah, das ist natürlich, das ist mal unbefriedigend. Ich glaube, wir könnten nochmal gucken, ob wir dann irgendwie, die Karte ist ja dann doch recht groß, ob wir irgendwie nochmal einen anderen Teil der Karte abfahren können. Weil irgendwie kommt ja momentan auch nicht ganz so viel raus für Omsi. Hallo. Hallo, Taschen. Das heißt, wenn ihr da noch irgendwie eine Idee habt, so, wozu brauche ich hier eine extra Ampelanlage? So ein Quatsch, ja. Der Bus hat hier eine Bucht, der kann ganz normal rausziehen. Was ist das für ein Bullshit? Hauptsache, ich füge mal sowas mit ein hier, so. Fahr raus da, jetzt fahren wir hier eine Sackgasse rein. Ja, hier, typischer Anfängerfehler wieder, ne? Autos, entweder alle platt gestochen von irgendwelchen Radikalen oder, ja. Würde ich mal eher nicht sagen, sondern hier einfach wieder nicht dran gedacht.
Wenn ich in Omsi ein Auto platziere, auf der Kachel selber, also auf dem kotzgrünen Rasen, den man hier ja ein bisschen schöner gemacht hat, dann habe ich den Setwert 0. Wenn ich allerdings ja ein Spline zum Beispiel hinlege oder ein Szenerieobjekt, ja, ein Kreuzungsobjekt, dann ist die Straße immer auf der Höhe 0,25. Deswegen muss auch der Z-Wert entsprechend bei 0,25 gesetzt werden. Habe ich aber auch schon tausendmal erklärt hier. Ich finde schade, dass das alles so ein bisschen grau aussieht hier. Ich meine, das ist ja irgendwie so das nächste Kaff, so mit 5 Milchkannen. Da ist so ein kleiner Bahnhof und so. Da hat man ja zum Beispiel bei Landkreis Riedische Seenplatte oder so gesehen. Guck mal hier, so mit ein paar Bütchen und so. Das hat man bei Riedische Seenplatte auch gemacht. Aber, ja. Hier ist das alles nur grau und, ja. Hallo. Idee gut, Umsetzung eher nicht so. Nächste Haltestelle Seehausen, Bergdorfer Straße. So, jetzt geht's wieder nach Seehausen. Ja, auch die Linienführung schon eigenartig. Hier noch eine schöne Telefonzelle. So, hier natürlich schwierig, ja. Als Bus muss ich hier definitiv so in den Gegenverkehr rennen. Er fährt hier auch, wie er will. Aber hier mit diesem Willkommen und so, das ist ja ganz nett gemacht. Also da kann man nichts dagegen sagen. Hier sieht die Überlandgestaltung auch ein kleines bisschen besser aus. Hier ist falsch. Hier. Die Kurve, die geht nicht nach rechts, sie geht ja nach links. Ja, guck mal, hier hat man es richtig, das hat man einfach bloß kopiert. So, jetzt auf die Autobahn hier. R62. Nach Oberstadt, okay. Oberstadt war auch mal eine Karte. So, jetzt sind wir wieder zurück. Auf der Seehausen-Kachel offensichtlich, oder? Man merkt es gleich an der Performance. Also hier seht ihr sofort, wir sind wieder auf der Kachel zurück. Jetzt habt ihr nochmal den Gegenbeweis. Und hier ist irgendwas verbockt worden. Definitiv. Ist natürlich schade, dass ich nur ausgerechnet habe. Es war jetzt wirklich Zufall, dass ich hier mich nach Seehausen da gespawnt habe. Ich habe jetzt einfach nur irgendeine Linie mal genommen zum Vorstellen für die erste Folge. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier laufen. Aber gut, dass wir auch diese Minimap da unten haben. Ich glaube, mit den Hilfsfeldern wäre man hier durchgedreht. Ja, hier das Feld, das sieht halt nicht so berauschend aus, aber ja, keine Ahnung, was hier schief gegangen ist. Vielleicht habt ihr den Fehler ja auch, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben.
So, was soll das jetzt hier? Warum können wir... Hä? Wir sollen jetzt dort einmal im Kreisverkehr drehen, um hier reinzufahren. So, wenn man das so nicht schafft, oder was? Klar schafft man das. Ach nee, oder durchgezogene Linie. Das kann natürlich auch sein. Ach so, ja, deswegen. Nee, das kürzen wir jetzt mal ganz rotzfrech ab hier. Da staune ich ja auch immer bei vielen Omsi-Karten, warum man denn die Busse hier immer durch irgendwie die engsten Wohngebiete oder irgendwelche Fußgängerzonen durchschickt. Letztens erst irgendwo gab da einfach eine Spielstraße gewesen. Ich weiß ja nicht mehr, wo das war. Ich glaube, irgendwie in Liestal oder so. Keine Ahnung. Irgendwie im Stream, glaube ich. Und wollen die alle hier schon raus? So, dann erreichen wir Seehausen Bahnhof. Also wie gesagt, Seehausen kann ich euch hier nicht empfehlen auf dieser Karte. Also da haben wir schon wesentlich schönere auch gesehen, aber naja. Nächste Haltestelle, Seehausen. Auch die ganzen Objekte hier, ja, das wirkt alles überhaupt nicht homogen. So, die sind einfach alle so zusammengewürfelt von irgendwelchen Entwicklern, die ganzen Objekte hier. Da habe ich eben... Pack den Bus jetzt einfach hier. Nächste Haltestelle Seehausen, Bergdorfer Straße. So, ich wollte mir nämlich den Bahnhof nochmal ankicken. Hier, das ist ja auch nicht aus Deutschland oder so, ja. Nur Busstopp. Ja. Oh ja, ich meine, das Bahnhofsgebäude ist ganz schön. Aber es wirkt halt alles irgendwie alles nicht so einheitlich, ne? Naja, gut. Der würde jetzt weiterfahren. Nach Bergdorf, die 30. Ja, auch interessant, aber die geht nur 9 Minuten. Also eher so kleinere Fahrten hier alles. Ich hoffe, dass es euch natürlich trotzdem ein bisschen gefallen hat. Auch, ja, wenn wir hier das Performance-Problem ein bisschen aufgedeckt haben. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare zu dieser Karte. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut, haut da rein und ciao, ciao.